So, meine lieben tropikanischen Zuschauer, ich freue mich sehr, euch hier auf Tropico begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, wirklich. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch unsere Rohstofffabrik fertig gemacht haben, unsere Rumdistillerie. Leider sind dort keine Arbeiter, die irgendwas für uns tun können. Aber wir haben 44.000, weil der gute Scheich aus dem Mittleren Osten uns doch tatsächlich noch 30.000 Dollar gegeben hat. Warum? Er wollte uns eigentlich sein zweitbestes Kamel geben, aber das ist irgendwie verschwunden. Also haben wir lieber Kohle gekriegt, wogegen ich überhaupt nichts sagen werde. Im Gegenteil, ich freue mich über die 30.000. Scheiß aufs Kamel. Ich brauche außerdem jetzt eine Mine, eine Eisenmine. Nun haben wir die Kohle, dass wir uns auch hierhin ausweiten können. Dann haben wir zweimal Eisen. Später können wir eine Waffenfabrik bauen und das Eisen vercraften sozusagen. So, die Straßen sind miteinander verbunden. Dann werden wir hier noch einen zweiten Hafen hinmachen und alles, was hier produziert wird, wird über den Hafen gebracht. Alles, was hier produziert wird, über den. Vielleicht werden wir hier auch einen Hafen hinmachen, aber ich glaube, das hier wird eher Tourismusgebiet. Das sieht schon aus wie Tourismus, ne? Hier kommt man reingefahren in die Bucht, da ist ein großer Stein, der fällt auf die Touristen. Juhu, das ist doch Freude pur. Ich freue mich. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen erst einmal für unsere neue Wohnsiedlung natürlich Gebäude. Die müssen irgendwo wohnen, die Leute. Sonst sind die angepisst und ich mag keine angepissten Mitbewohner bei mir auf der Insel. Ich baue noch ein Apartment. Das ist blöd gesetzt hier mit der Straße, weil die nicht so ist, wie sie normalerweise programmiert wurde. Na, ist egal. Dann bauen wir da eine Bar oder sowas hin. Wir brauchen hier außerdem noch ein Fuhrparkbüro. Nee, das brauchen wir im Moment nicht. Wir brauchen eher ein Parkhaus. Dass die Leute dann auch von hier aus zur Arbeit fahren können. So, dann brauchen wir zusätzlich eine Klinik noch nicht. Ein Fuhrparkbüro brauchen wir aber auch, denn ansonsten haben wir zu wenig LKW-Fahrer, die unsere Waren irgendwo hin transportieren. Na, hauptsächlich zum Hafen. Jetzt kriegen wir nochmal Geld, wenn auch nur 5.000. Haben wir denn jetzt mittlerweile Mitarbeiter? Ja, oh, die Rumdistillerie füllt sich voller Mitarbeiter. Klasse. Und die Hafenarbeiter sind wieder irgendwo am Saufen, aber nicht am Arbeiten. Kommt her. Oh, der eine fährt gerade los. Mein lieber Präsident, der Tag der Wahl rückt näher. Unsere fleißigen Bürokraten haben errichtet, dass sie ungefähr 77% der Stimmen erhalten. Einige Berater gehen davon aus, dass man dieses Ergebnis mit Hilfe bestimmter Zählmethoden und positiven oder negativen Anreizen noch erhöhen könnte. Die Intellektuellen würden es vermutlich als Wahlbetrug nennen. Und sie könnten damit einige Tropikaner verärgern, ganz gleich, ob diese Methoden das Ergebnis beeinflussen oder nicht. Die Zuneigung für El Presidente reicht aus. Betrug ist nicht erforderlich. Brauchen wir nicht. Wir warten jetzt also, bis der gute Speichern Hafenarbeiter uns endlich Kohle gebracht hat. Da geht er zur Arbeit, verkauft die 5.000, die bereitlagen. Wir sind wieder bei 33.000. Glückwunsch, Presidente. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Ja, ich vertraue mir auch. Sehr sogar. Mit 103 Stimmen zu 32 haben wir gewonnen. Das ist kein deutlicher Vorsprung gegenüber den anderen. Die Welt ist in Gefahr. Nur wir können den Planeten retten. Natürlich, mit einer Windturbine. Das machen wir doch. Wo ist die Windturbine? Denn ich brauche sowieso Strom. Hier können wir gerade mal 13 Megawatt erzeugen. Und hier oben 30. Kann man auch irgendwo 40 machen? Nee, da oben kommen wir gar nicht hin. 25. Also 30 scheint das höchste hier auf dieser Insel zu sein. Das ist natürlich nicht gut, aber immer noch besser als nichts. Also bauen wir hier eine Windturbine und auch gleich eine Straße, damit die vom Baubüro dann hochfahren können, um die Windturbine zu bauen. Apropos Baubüro. Warum nicht? Wir bauen noch ein weiteres. Denn ansonsten kommen die hier ewig nicht aus dem Knick. So, das bauen wir auch ganz schnell fertig. Genauso das Parkhaus, damit die Leute, wenn sie hier fertig gebaut haben, auch gleich alles wegfahren können. Drei Leute haben wir jetzt schon eingestellt. Das ist super. Wir bauen auch gleich das Wohngebäude fertig. Das ebenfalls. Damit dann hier die ersten Leute einziehen können. Denn ich sehe schon, die ersten Baracken sind schon wieder hinter der Hochschule. Warum auch immer die Hochschule so viele Leute anzieht. Ich verstehe das nicht. Zieht aus. Reißt die Baracken ab. Kommt in die wunderschönen Gebäude, die El Presidente für euch bereitgestellt hat. Das Fuhrparkbüro bauen wir auch schnell fertig.
So, und dann brauchen wir ganz viele Einwohner. Ohne die Einwohner haben wir keine Arbeitskräfte. Wir haben es an der Rumdistillerie gemerkt, die einfach viel zu wenig Leute hatte bis vor kurzem. Jetzt haben wir endlich Leute und verkaufen auch endlich mal was. Und wir importieren überhaupt nichts, weil wir wirklich genug Zucker herstellen, um die Rumdistillerie damit zu füttern. Das ist super. Zu füttern. Präsidentenmuseum. Wir sollen ein Präsidentenmuseum zusätzlich noch bauen, weil die Leute uns leider nicht genug verherrlichen können. Bauen wir das mal hier mit hin. Steht ein bisschen auf der Straße, das ist aber egal. Das sieht allgemein aus, als wenn es irgendwie in der Luft steht. Das baue ich jetzt aber nicht schnell fertig, kostet zu viel. Und das Apartment ist fertig. Damit sind... Ihr seht aus wie Schwerverbrecher. Krimineller. Toll. Das ist der Wohnblock der Kriminellen. Ich glaube, ich brauche mal ein Gefängnis. Aha. Ich kann ihn nicht verhaften, weil ich kein Gefängnis habe. Das klingt logisch. Gut, den werden wir uns später nochmal raussuchen. Wir werden jetzt erstmal warten, bis wir Geld haben. 20.000 liegen hier bereit, aber kein Schiff ist unterwegs. Wir sind schon bei minus 226 im Budget. Und das, obwohl ich darauf geachtet habe, nicht so viel Geld auszugeben. Immer nochmal ein bisschen übrig behalten. Aber das reicht wohl nicht. Ein Ziel wurde erreicht, das Präsidentenmuseum ist fertig. Die Aufgabe mit den Journalisten ist leider noch nicht erledigt. Die Staatsschulden haben die Auslandsbeziehungen gefährdet und wir haben ganz viel Geld von der USA und der UdSSR bekommen. Als Hilfe, Finanzstütze. Und 25.000 kriegen wir jetzt allein durch den Verkauf des Rums. Das ist saumäßig geil. Das freut mich sehr. Jetzt haben wir zwei Journalisten. Wir sollen noch billige Motels bauen für Eventualitäten. Oh, shit. Präsidente, ein Erdbeben. Der Palast ist glücklicherweise nicht so baufällig wie die meisten Gebäude der Insel. Toll. Und da stürzt alles ein. Das Erdbeben ist vorüber, Präsidente. Es freut mich, sagen zu können, dass die meisten Gebäude unversehrt sind. Toll. Ein Mietshaus und ein Arsenal sind eingestürzt. Das wollen wir doch gleich mal beheben. Das Mietshaus schnell wieder aufbauen. Das Arsenal kann eine Weile dauern. Wir haben eh keine Gefahr im Moment. Genosse, wir müssen die freie Marktwirtschaft in unserem Vaterland austesten. Es beschämt mich sehr, Präsidente, aber ich muss Sie bitten, das Symbol der kapitalistischen Korruption zu bauen. Die Börse. Dann können wir die Arbeitsweise dieses Gebäudes beobachten und Informationen über die Gefahren des Programms Freier Markt sammeln. Bauen Sie eine Börse. Machen wir, machen wir. Wir erinnern uns, die Russen haben uns dazu gebracht, dass wir jetzt so langsam den Kapitalismus erkunden. Sir, die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Ja, ja, und das Arsenal wird wieder aufgebaut. Hör auf zu heulen. Es ist alles okay. Das Baubüro baut. Das ist okay. Der macht also seinen Job. Und die Windturbine? Ah, ist auch schon fast fertig. Nach den enormen Zerstörungen durch das Erdbeben gibt es auch gute Nachrichten. Tropico hat einen Weltrekord erzielt, indem es ein Erdbeben der Stärke 96 auf der Richterskala überstanden hat. Ach, es gibt schlimmere Erdbeben als Stärke 10? Gewiss doch. Ich hoffe, das nächste Erdbeben bricht unseren Rekord in dreistelliger Höhe. Natürlich. Hallo, Präsidente. Es läuft also gut bei Ihnen auf Ihrer kleinen abgeschiedenen Insel. Es beunruhigt mich sehr, dass einer der bekanntesten Bewohner Ihrer Insel, der Tukan, in ernster Gefahr schwebt. Die zunehmende Verschmutzung auf Ihrer Insel hat dieses majestätische Wesen, das auch mein Lieblingsvogel ist, an den Rand der Ausrottung gebracht. Ich werde für Tropico ein jährliches Bußgeld in Höhe von 2.000 verhängen, bis sich die Ökologie auf der Insel erholt hat. Das Geld wird für den Bau von Schutzräumen für Tukane verwendet und damit zum Erhalt dieses majestätischen Vogels beitragen. Aua, wir sollen eine Tukan-Gebühr zahlen? 2.000? Gut, interessiert mich nicht. Tangiert mich peripher. Weil wir eh schon genug Kohle haben und es wird immer mehr durch die Rumdistillerie, die wir gebaut haben. Und wir bauen jetzt auch weitere Plantagen. Nicht für Zucker, diesmal nicht. Ich hätte gerne Kaffee und Tabak. Kaffee kann man hier oben hinbauen, Tabak nur am Berg Hang. Das ist natürlich blöd, weil sich da keine Plantagen bauen lassen. Aber da hinten geht auch noch Tabak. Müssen wir erstmal Kaffee machen. Wir müssen einmal hier nach oben. Zum Glück haben wir hier schon eine Windturbine und auch die dazugehörige Straße. Dann können wir da nämlich gleich die Kaffeeplantagen hinpacken. Die Kaffee? Die Tabakplantagen, ne? Nee, Kaffee? Tabak? Kaffee. 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 Mmh, ich liebe Kaffee. Sehr gut. Nummer 1. Und eine zweite Plantage für Kaffee.
auf die andere Seite, möglichst hierhin. Gut, das bauen die jetzt in Ruhe fertig. Ich brauche mehr Leute, die dort arbeiten. Das heißt, auch hier werden wir erst einmal Mietshäuser bauen. Zwei Stück reichen aus und ein Parkhaus, damit die Leute dann auch in die Stadt und wieder zurückkommen und vor allem auch zur Arbeit gehen können, falls sie woanders wohnen. Guti, das ist alles am Laufen. Wir kriegen jede Menge Kohle durch die Rumdistillerie. Wenn wir die Kaffeeplantagen erstmal da haben, dann können wir später auch zusätzlich eine Konservenfabrik errichten und Instant-Kaffee herstellen. Gute Neuigkeiten, Sir. Die Rebellen fürchten die Macht unserer Armee. Das ist doch toll. Aber auch nur, weil wir einen einzigen General haben. Willst du mich verarschen? Präsidente, anscheinend spielt unser Freund Nick Richards mit gezinkten Karten. Er hat seinen Einfluss auf den US-Präsidenten genutzt, um Druck auf Tropico auszuüben. Wir dürfen uns nicht von ihm einschüchtern lassen, sonst müssen die Verschmutzung... Der Präsident hat eine neue Windturbine bauen lassen. Da flippen grüne Freaks doch aus, was? Meinen Sie das Ding, das neben dem Nistplatz der Tropischildkröten errichtet wurde und dem letzten Kokosnussadler den Schädel gespalten hat? Ja. Finde ich ganz toll. wo war ich? Sondern müssen die Verschmutzung auf der Insel senken und die Umweltzufriedenheit der Leute steigern. Wenn wir eine Umweltzufriedenheit von mindestens 60 erzielen, haben die korrupten Politiker keine Ausrede mehr, die absurde Tuckernsteuer durchzusetzen. Erzielen sie eine Umweltzufriedenheit von mindestens 60. Die jährliche Tuckerngebühr wird dann wieder aufgehoben. Gut, hört sich toll an. Umweltzufriedenheit ist jetzt schon bei 56. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur eine weitere Müllkippe. Das wird die Umwelt total lieben. Wo stelle ich denn die hin? Da. Dann kann die sich um da oben und hier kümmern. Und um dieses Gebiet. Ach, du ahnst es nicht. Deswegen habe ich auch die olle Windturbine gebaut, weil die nämlich für Strom sorgt und dann auf der Müllkippe auch die Verbrennungsöfen endlich starten können. Dann wird ein größeres Gebiet abgeerntet von der Müllkippe und gleichzeitig auch um die Müllkippe herum alles besser gemacht. Wo es ja jetzt im Moment orange ist. 20.000 liegen noch am Hafen bereit. Die würde ich gerne verkauft wissen, bevor ich hier irgendwas weitermache. Und vor allem würde ich auch endlich mal sehen wollen, dass ihr hier arbeitet. Wo bleibt ihr den ganzen Tag? Ein einziger baut an diesem ollen Ding rum und die anderen, die vergnügen sich in der Stadt, oder was? Ja, offensichtlich. Ach, der fährt jetzt auch mal zur Arbeit. Das ist aber nett. So. Plantage wird langsam fertig gebaut. Zwei Leute setzen sich jetzt schon mal ab. Oh, das ist aber nett von euch, dass ihr auch mal arbeiten kommt. Dankeschön. Bauen wir gleich mal eine Windturbine. Und vor allem auch ein Umspannwerk, das dafür sorgt, dass der Strom auch in die Stadt fließt. Einmal dahin. Das baue ich selber fertig, weil es nicht ganz so teuer ist. Und weil die sonst wieder ewig brauchen. Infrastruktur-Umspannwerk, dann dorthin. Erinnert so ein bisschen an SimCity. Hauptsache Strom machen. So, und dann können wir nämlich eure Wohnqualität auch verbessern. Mit Klimaanlagen. Klimaschutz. Noch mehr Klimaschutz. So, die Mülldeponie wird gebaut. ...2000 wurden abgezogen. Aber das ist okay. Das Umspannwerk umfasst jetzt schon ein breiteres Gebiet. Wenn wir jetzt hier noch ein Umspannwerk hinpacken, müsste das doch eigentlich bis zur Rumdistillerie reichen, oder? Ja, sehr gut. Die wird gleich mit inbegriffen. Und dann können wir hier nämlich nicht nur den teuren Gewürzrum einstellen, sondern auch den Häcksler, der die Produktion nochmal um 20% erhöht. Das gibt richtig Schotter. Gut. Und wenn hier noch ein Umspannwerk hinkommt, dann haben wir die Stadt auch mit Strom versorgt und alles ist gut. Ein Schiff hat angelegt, 6 neue Einwanderer für Tropico, die wir dringend brauchen. Wir brauchen jede Menge Arbeitskräfte. Ihr habt's gemerkt, das Baubüro ist einfach nicht voll besetzt, genauso wenig wie die Hochschule. Oh doch, die ist voll besetzt, da sind keine Schüler drin. Okay, soll so sein, meinetwegen. Sir, die Armee braucht unbedingt neue Gebäude. Bauen Sie einen Wachposten. 15 mehr Ansehen bei Militaristen. Dann bauen wir eben einen Wachposten. Der Wachposten kommt hier vorne hin. Der passt auf die Leute auf, dass die auch ja nicht durchdrehen.
Das wäre schlecht für mich. Und wir haben noch 33.000. Das heißt, ich kann jetzt das erstmal die Rumdistillerie aufbessern mit Aromatisierungsbetrieb. Und den Häcksler kann ich auch schon mal einstellen. Sehr schön. Dann machen wir richtig viel Kohle, denn Gewürzrum ist weitaus mehr wert als der normale Rum, den wir bisher verkauft haben. Ich frage mich bloß, wie man Gewürzrum herstellt. Macht man noch Gewürze in den Rum rein? Ich glaube ja. Das. Es wird eifrig genickt neben mir. Sehr schön. So, die Umweltzufriedenheit ist bei 54 von 60. Das ist schlecht. Dafür, dass wir jetzt gerade für eine neue Müllkippe gesorgt haben, ist es echt schlecht. Und wir müssen die auch noch weiter aufstufen. Die soll Strom kriegen für eine Müllpresse. Reduziert die Verschmutzung im umliegenden Gebiet noch mehr. Und Hochtemperaturofen 2000. Die Mülldeponie erzeugt weniger Verschmutzung selber. Klingt beides gut, aber ich brauche Kohle dafür. 16.000 sind da. 56% Zufriedenheit haben wir aktuell bei uns. Nur die Religionsqualität leidet. Das werden wir aber ändern. Ich denke mal, ich werde auch irgendwann eine Religionssteuer zahlen müssen oder irgendwie sowas. Wenn die nicht bei 60 liegt, die Zufriedenheit. 27.000 haben wir gerade als Exportumsatz. Ja, die sind jetzt auch verkauft worden. Jetzt sind wir bei 30.000. Sehr geil. Gleich mal die Müllkippen aufstufen. Ah, hier fehlt noch der Strom. Einmal bitte ein Umspannwerk. Hinten bei der Farm ist immer so ein bisschen blöd. Weil die ja ganz viele Felder hat zum Anbauen. Gut, aber das hat gereicht. Jetzt haben wir bis auf dieses Gebäude wirklich alles mit Strom versorgt. Dann werden wir hier erstmal die Müllpresse einführen. Ah, sehr gut, das gefällt mir. So langsam kommen wir doch an Kohle ran. 11.000 haben wir jetzt noch über. Hier oben sind die Gebäude noch gar nicht fertig gebaut. Das Parkhaus mache ich jetzt selber. Ihr seid zu langsam. Kümmert euch lieber um die Mietshäuser. So, und während das Ganze läuft, hole ich mir nochmal schnell einen neuen Kaffee. Bin gleich wieder da. So, wir haben auch gleich wieder Finanzhilfen bekommen aus der USA und der UdSSR. Das ist schön. Alle wollen uns unterstützen. Präsidente, die Beziehungen zwischen der UdSSR und China sind vergiftet. Beide Länder glauben, ihrer sei der beste Kommunismus. Sie suchen Verbündete und warten auf eine Antwort. Leider sind wir im Zugzwang und können nicht neutral bleiben. Wir sollten eine Seite wählen, und zwar bald. Wie stehen wir zu der Sache? Chinesischer Kommunismus ist besser, russischer Kommunismus ist besser. Was ist besser? Chinesischer oder russischer? Das ist die Frage. Wir gucken mal kurz rein, was die Auslandsbeziehungen sagen. China mag uns nicht, Russland, schon einigermaßen. Dann ist der chinesische Kommunismus besser. So. Na, wir wollen ja immer allen gut zureden. Sie sollen uns ja lieben. Endlich werden die Mietshäuser fertig gebaut. Billige Motels brauchen wir auch noch. Und die Umweltzufriedenheit ist bei 55. Vorher war sie bei 54. Es könnte also aufwärts gehen. Die Müllkippen sorgen jetzt dafür, dass einiges hier besser läuft. Hoffe ich zumindest.